Sehr geehrte Gäste der dritten Biennale in Grenoble, ich sende Ihnen meine herzlichen Grüße aus Essen, der grünen Hauptstadt Europas 2017. Mesdames et Messieurs, der Wandel ist das Thema unserer Zeit. Noch nie hat die Menschheit so große Veränderungen im Zusammenleben und der Zusammenarbeit erlebt wie in unserem Zeitalter. Technologischer Fortschritt und Industrialisierung haben die Gesellschaften entscheidend geprägt. Im 21. Jahrhundert müssen wir uns den Klimawandel, dem Strukturwandel, den sozialen Wandel, den demografischen Wandel und der Digitalisierung stellen. Und unsere Städte sind Schrittmacher dieses Wandels. Es gilt, die Herausforderungen des Wandels gemeinsam zu gestalten. Was können wir dabei voneinander lernen? Wie können unsere Städte resilienter werden? Die Biennale des Wandels in Grenoble bietet dafür gute Möglichkeiten. Sie haben ein umfangreiches Programm sich vorgenommen, mit vielen Beteiligten auf einem sehr hohen Niveau. Es gibt eine Fülle von guten Anforderungen. Ich danke Herrn Bürgermeister Piol für die Einladung zur Biennale. Grenoble ist Essens engste Verbindung zu Frankreich. Uns verbindet eine über 4 Jahrzehnte währende Städtepartnerschaft. Und ab 2022 tragen wir beide den Titel Grüne Hauptstadt Europas. Das ist eine Auszeichnung, auf die unsere Städte zu Recht stolz sind. Es ist aber auch ein Beweis, dass Wandel funktioniert, und zwar auf europäischem Niveau. Der Titel Grüne Hauptstadt Europas ist auch ein Versprechen in die Zukunft. Wir müssen weiter den grünen Wandel vorantreiben und nachhaltige Lösungen finden. Ich bin mir sicher, dass auf der Biennale des Wandels kluge Ideen zur Transformation unserer Städte erdacht und präsentiert werden. Die Zukunftsfähigkeit unserer Metropolen liegt in unserer Hand. Frühzeitig müssen wir Entscheidungen für die Zukunft treffen. Das ist unsere Verpflichtung, der wir uns gerne stellen. Ich wünsche allen Beteiligten eine gute Zeit auf der dritten Biennale des Wandels in Grenoble. Bitte bleiben Sie gesund. Ihr Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen.